Beschäftigen wir uns nun mit einem Beispiel aus der vorweihnachtlichen Zeit. In einem Adventkalender wurden versehentlich 4 der 24 vorhandenen Fenster nicht befüllt. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie beim Öffnen des dritten Fensters das erste leere Fenster vorfinden. Das heißt, was ist das jetzt für ein Beispiel? In welche Kategorie kann das eingeordnet werden? Das wäre der klassische Fall von ziehen ohne zurücklegen. Das heißt, wenn wir uns das ansehen, möchten wir uns jetzt hier die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass wir befüllt das erste Kästchen haben, dann befüllt das zweite Kästchen haben und dann leer das dritte Kästchen haben. Um das bestimmen zu können, haben wir jetzt hier 20 Kästchen, die befüllt sind, und 4 Kästchen, die leer sind. Berechnen wir uns oder sehen wir uns nun die Wahrscheinlichkeit an, dass beim ersten Mal, das heißt beim Einser, wir ein befülltes Kästchen vorfinden. Befüllt haben wir 20 günstige Fälle und beim ersten Mal haben wir noch durch 24 mögliche. Beim zweiten Mal, dass es wieder befüllt ist, haben wir jetzt hier nur mehr 19 günstige Fälle und es gibt auch nur mehr 23 mögliche Fälle und dass beim dritten dann nichts drinnen ist, sind eben 4 günstige für leer von insgesamt 22 möglichen Fällen. Dadurch, dass ja genau beim dritten Mal das erste leere ist, heißt es ja beim ersten ein befülltes und beim zweiten ein befülltes und beim dritten ein leeres. Und dieses und wird mit mal übersetzt. Und wenn wir uns das ausrechnen, erhalten wir ca. 0,125 und das entspricht 12,5%.